Warum du in Immobilien investieren sollst, warum du nicht in Immobilien investieren sollst. Jetzt gehen wir mal auf ein paar Nachteile ein des Ganzen. Immobilieninvestments, die natürlich in erster Linie dem Vermögensaufbau und sind auch schon die erste unternehmerische Tätigkeit. Also ich empfehle eine Immobilie als Kapitalanlage, wie es in diesem Kurs beschrieben wird, als erste unternehmerische Tätigkeit auf jeden Fall, weil es gibt klar ein paar Koryphäen da draußen, die mit einem Startup Millionen, Milliardenbeträge erwirtschaftet haben. Aber wie viele gibt's? Wie viele Startup-Gründungen, die gar nichts erwirtschaftet haben? Es gibt schon viele, ja. Genauso wird es im Immobilienbereich auch welche geben, die in Flop gelandet haben. Aber wenn man sich gut vorbereitet und ein gutes Investment findet und dementsprechend auch investiert, kann man bei Immobilien schon relativ gute Geschäfte machen, sagen wir es mal so. Kalkulierbar auch. Gibt es auch so einen, der hat sein Startup verkauft, der hat richtig viel Geld verdient und sagt, aber kalkulierbar Umsatz generieren oder kalkulierbar Vermögen schaffen, das geht halt einfach auch noch mit Investmentbanking. Und wenn du es genau nimmst und runterbrichst bis ins letzte Detail, eine Immobilie als Kapitalanlage ist schon so ein, gewisses Investmentbanking-Ding. Also das ist es geht in die Richtung Investmentbanking auf jeden Fall. Und somit kannst du kalkulierbar Vermögen aufbauen. Mit Immobilien kannst du Vermögen aufbauen und zwar sogar inflationsstabil, weil du hast ja ein Darlehen, mit dem du den Kaufpreis hebelst. Also wenn du eine Immobilie kaufst für 100.000 Euro und die Kaufnebenkosten sind es mal bei 10%, ist annahmsweise 10%, weil es einfach leichter geht, das jetzt hier mündlich zu besprechen und auch nicht viel kalkuliert werden muss auf dem Papier. 110.000 Euro Kaufpreis. Wenn du das finanzierst bei der Bank, eine gute Bonität hast, was heißt, dass du ein gutes Einkommen nachweisen kannst, gerade als junger Fertigstudierter mit 20, 22 schon 3.000, 4.000, 5.000 brutto verdient, als Ingenieur zum Beispiel war es bei mir so, dann kriegt man auf jeden Fall eine Finanzierung ohne Eigenkapital, ne? Und dann hast du einfach Geld gekriegt von der Bank, also von jemand anders, und gibst es einem Verkäufer einer Immobilie und der Mieter bezahlt dir die Finanzierung. Also du machst gar nichts finanziell, also du gibst kein Geld ins System und holst was raus. Vielleicht am Anfang wird kein Cashflow da sein, das heißt irgendwie die Finanzierung trägt sich mit der Miete plus halt die Nebenkosten, welche anfallen für die Wohnung. Aber dennoch schaffst du ein Vermögen, weil die Finanzierung nimmt ja ab. Und jeder Euro, wo deine Finanzierung abnimmt, generierst du natürlich ein Asset. Das Asset heißt ja Vermögenswert, ja. Aber ein Asset muss ja nicht auf dem Konto direkt sein. Es kann auch, keine Ahnung, hier die Blume, hier schau, ist auch ein Asset, 1,50 Euro wert vielleicht, ja. Wenn du die Blume rumstehen hast, kannst du die für 1,50 verkaufen, auch wenn sie nicht auf dem Konto wiedergespiegelt ist. Genau so funktioniert das mit Immobilien. Wenn du jetzt dich schon in jungen Jahren mit Immobilien beschäftigst, dann ist es auch ein gewisses Maß an finanzieller Bildung. Du bist schon hier im Kurs angelangt, ja, das ist sehr gut. Wenige Leute interessieren sich dafür. Manchmal rede ich mit Jungs, 18, 19, die interessieren sich mega und fragen richtig gut. Andere gehen nach der ersten Antwort. Da denke ich mir, okay, du arbeitest für denjenigen später mal, der nicht gegähnt hat und sich dafür interessiert. Deswegen finde ich es sehr gut, dass du jetzt hier angelangt bist in dem Kurs, dich für Immobilien als Kapitalanlage interessierst und bist schon relativ weit fortgeschritten in der Leiter. Immobilien ermöglichen natürlich auch einen Weg, eine finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet für mich, also da gibt es immer verschiedene Ansichtsweisen, ich schilde jetzt meine, bedeutet für mich einfach mehr Einnahmen durch passive Quellen, durch relativ passive Quellen, weil 100% passiv gibt es eigentlich kaum, mehr Einnahmen aus diesen Quellen, als man Kosten hat. Und die Kostenstruktur gilt es natürlich niedrig zu halten. Umso niedriger deine Kostenstruktur, desto leichter hast du es geschafft. Ja? Und wenn du jetzt eine Wohnung hast für 500 Euro Miete, wo du vermieten kannst, 500, und die ist abgezahlt, abzüglich aller Kosten bleibt dir 420 hängen und du hast 10 Stück von der Sorte, hast schon 4.200 Euro Einnahmen, was natürlich versteuert werden muss mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz. Aber trotzdem, wenn man jetzt 10 Wohnungen kauft, die abgezahlt sind in 10 Jahren, wenn man 10% Rendite hat, dann hat man einfach so ein geiles Einkommen. Wenn man mit 18 kauft, hat man das mit 28 nebenher. Einfach chillig, oder? Und da muss man halt einfach früh einsteigen. Jetzt wird der ein oder andere sich vielleicht denken, oh, 10% Rendite, das geht ja gar nicht. Aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Man darf nicht eine Wohnung auf irgendeinem Online-Portal suchen, finden und denken, oh ja, das geht ja gar nicht. Es geht, man muss halt schauen und viele Besichtigungen machen und vielleicht auch ein paar Off-Market-Angebote reinholen.
Aber da gehen wir alles darauf ein im Laufe des Kurses. Und es geht auf jeden Fall. Wir haben es jetzt gerade letztes Jahr, Ende letzten Jahres wieder getan, mit 10% eingekauft. Und das optimiert man natürlich dann über die Jahre. Und dann wird es immer besser. Die Basis wird immer besser. Der Kredit sinkt, die Einnahmen steigen. Also Basis auf den Einkauf, 10% ist sehr gut. Aber man kann natürlich auch sehen, okay, wie viel Restkredit habe ich denn gerade? Wie viele Einnahmen habe ich aktuell? Und kann sich dann die aktuelle Rendite berechnen aufs Darlehen. Und die wird immer besser, umso mehr getilgt wurde. Somit wird es immer besser, ja. Und Immobilien sind natürlich ein super Weg, durch die Hebelwirkung an Kapital ranzukommen. Langfristig natürlich, wie hier beschrieben wird. Man kann natürlich auch andere Methoden machen. Fix und Flip zum Beispiel wäre eine, oder nur Flip, Ankauf, Optimierung, Verkauf. Und wenn man zum Beispiel zu Faktor 20 einkauft, das heißt 20 Jahresmieten ergeben den Kaufpreis, und dann optimiert man die Miete um 10% und verkauft es für Faktor 20 wieder, dann kann man 10% mehr erzielen im Verkauf, als man eingekauft hat. Und relativ schnell halt. Muss nicht erstmal warten, bis die Mieten reinkommen, sondern man kann es direkt realisieren, den Gewinn. Aber das ist Level Expert. Ich würde langfristig erstmal einsteigen mit einem Objekt. Man hat eine große Verantwortung schon mal, weil man eben mit der Bank redet, man muss mit einem Verkäufer verhandeln, mit einem Mieter reden und hat schon eine erste unternehmerische Tätigkeit und auch eine gewisse Verantwortung dem Mieter gegenüber, der Bank gegenüber, dass man seine Raten immer pünktlich bezahlt. Und deshalb spricht eigentlich schon viel dafür, wenn man Interesse in die Richtung hat. Ist natürlich nicht für jeden was, muss man sich gut überlegen. Es gibt auch immer gewisse Ausstiegskosten, man kann nicht einfach sagen, ich mache es jetzt nicht mehr. Man hat die Finanzierung, das sind Verträge, mit denen das Ganze in Verbindung steht. Man kann nicht einfach sagen, tschüss. Wenn man ein Buch liest, es gefällt einem nicht, zu, klappen weg. Ja. Aber bei einer Immobilie oder bei einem Business, das man aufbaut, kann man oftmals nicht einfach raus. Das muss man sich natürlich auch bewusst sein. Es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile von allem, was man tut. Man muss nur abwägen, was überwiegt. Immobilien sind kein hundertprozentig passives Investment. Also du kannst nicht davon ausgehen, wenn du jetzt eine Wohnung kaufst, dass du nichts mehr machen musst und du einfach Geld bekommst. Klar, es kann mal sein, dass es richtig easy durchläuft, aber es gibt immer Sachen, die wiederum Aktivitäten des Vermieters fordern. Wenn man irgendwann in der Liga angekommen ist, die da oben ist, also hier, dann hat man Mitarbeiter, die kümmern sich um alles und fragen nur ab 100.000 Euro Entscheidungen dich. So. Solche Leute kenne ich auch, die machen gar nichts, es funktioniert alles. Das geht natürlich auf Gunsten der Rendite. Aber wenn du eine Wohnung hast oder zwei oder zehn, macht es keinen Sinn, da Mitarbeiter einzustellen, die sich darum kümmern. Da muss man schon eigenständig handeln. Das heißt, es fordert Zeit manchmal. Wenn du auch nicht damit rechnest, kann mal ein Anruf kommen, du musst was machen. Also du kannst nicht sagen, am Sonntag kümmere ich mich drum. Da wohnen immerhin noch Leute, das ist ein Eigentum von dir. Somit musst du halt auch gucken, dass den Leuten es gut geht und so. Das ist mal beim Thema Verantwortung. Du kannst nicht einfach sagen, wenn irgendwie mal die Heizung ausfällt, ich mache nichts, ne? Es ist kalt draußen. Klar, der Mieter hat ein Recht auf Minderung und dann mindert er die Miete. Und wenn du sagst, ja, juckt mich nicht, die Miete brauche ich jetzt nicht, trotzdem, das ist halt einfach ein unmenschliches Verhalten. Man muss einfach manchmal da sein und auch einspringen können. Das ist ein Nachteil, der von vielen vielleicht nicht gesehen wird, aber er ist da. Immobilien sind auch immer noch immobil. Wenn du jetzt zum Beispiel bei dir in deiner Heimatstadt eine Immobilie kaufst, mit 18 fertig oder mit 20 fertig mit dem Studium fresh oder mit 18, keine Ahnung, nach dem Abi, hast ein bisschen Geld bekommen von der Oma zum Abi, kaufst dir da eine Wohnung und in 5 Jahren ziehst du weg. So. Und du kannst die nicht verkaufen wegen der Spekulationsfrist. Die musst du mindestens 10 Jahre halten, damit du die steuerfrei mit Gewinn verkaufen kannst. Und dann bist du weg. Die Familie hat auch keinen Bock, sich drum zu kümmern, wenn mal ein Mieterwechsel ist. Du wohnst jetzt mittlerweile in New York oder in LA oder wo auch immer. Und die Wohnung ist halt einfach immobil. Die ist da. Und du brauchst jemanden, der sich drum kümmert. Oder du kommst immer wieder heim. Und dann kann es sein, dass die Kosten halt so hoch sind. Und wie es der Zufall will, zieht der Mieter alle 3 Monate aus und dann sind die Kosten halt so hoch, dass es sich nicht mehr lohnt. Also das muss man sich natürlich auch bewusst sein. Eine Immobilie ist immobil, sie kann nicht mitreißen und du kannst auch nicht einfach sagen, kenne den Kosten des Ausstiegs, ich hau die jetzt weg. Da muss man sich darauf gefasst machen, dass man so ein Ding dann ein Klotz am Bein werden kann, klar, wenn man sich nicht darauf fokussiert und eine nur mitnimmt. Ist ein Nachteil. Darüber hinaus kann es auch eine mentale Belastung sein. Wir hatten jetzt zum Beispiel einen Wasserschaden vor 4 Wochen. Ich sag's dir, Wasserschaden ist nervig. Da kommt einfach Wasser aus der Leitung mitten in der Wand raus und es tropft in den Keller.
Das war im Erdgeschoss, zum Glück. Stell dir vor, das wäre oben im Dach. Dann läuft das Wasser einfach, wenn die Leute im Urlaub sind, durchs ganze Haus. Da kommt Trocknungsgeräte rein, das muss schnell gehen. Du musst alle Unterlagen für die Versicherung aufbereiten, sonst zahlen die halt nicht. Das ist natürlich dein gutes Recht, wenn du nichts lieferst. Und es ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Deswegen, man muss auch ruhig schlafen können, wenn da mal so ein Rohr in der Wand platzt. Das passiert ab und zu, die Wahrscheinlichkeit ist da. Sie ist nicht sehr hoch, aber sie ist da. Das ist ein Nachteil. Und das kann einen mental schon mitnehmen. Und wenn manche Mieter mal einfach nicht zahlen und auch keinen Bock haben zu zahlen, das ist auch ein Nachteil, wenn man dann irgendwie denkt, oh scheiße, jetzt muss ich da drauflegen und so. Kann alles passieren, die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es kann passieren. Deswegen auch mal die dunkle Seite in Betracht ziehen.